Hello, it's Celal from Turkey Heliski. Now we are in the Ayder Base. When you come here, please no stress, calm down and get yourself relaxed. It's the most important things in the Ayder Base. Thank you. Ja, hey, Turkey Heliski, was Neues. Letztendlich willkommen in Ayder. Vom Flughafen in Rize, gerade mal 40 Minuten und man ist hier oben. Direkt am Hotel stehen die Helikopter und eine sehr coole Geschichte ist, ihr braucht nämlich keine eigenen Ski mitnehmen, ihr braucht keine Skistöcke mitnehmen, ihr braucht keinen Rucksack, kein VS-Gerät mitnehmen, das bekommt ihr nämlich alles hier. Das heißt, die Anreise ist super stressfrei, ihr müsst nichts transportieren und ihr könnt euch darauf verlassen. Ich habe es getestet, das Material ist absolut Sport65 Standard. Jetzt schauen wir mal, was die Woche hier bringt. Der andere Helikopter ist noch unterwegs mit Gruppen, die schon hier sind. Und dann ab morgen geht's los. Tobi, bist du bereit? Ja, ja. Voll ready to go? Parat geboren. So, Schorsch, erzähl mal ein bisschen über das Gebiet hier. Ja, wir sind hier in der Nähe vom Schwarzen Meer. Das sind da drüben, siehst, da sind wir so 20, 25 Kilometer vom Schwarzen Meer weg. Und in der Türkei, im Kaçkar-Gebirge. Und da fliegen wir seit 2005. Ich bin seit 2007 dabei. Ja, ganz geiles Gebiet. Richtig gut zum Skifahren. Einfach traumhaft. Besser geht's nicht. And how did you like it? Kaçkar, amazing. Isn't that it, Toby? I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it. Ja, hier seht ihr ein bisschen vom Gebiet. Ist auch wirklich sehr geil für Snowboarder. Funktioniert echt tipptopp, weil die Guides hier wissen einfach, wie man dann auch agieren muss, dass die Snowboarder Spaß haben. So, genug gequatscht. Ich gehe jetzt nur ein bisschen Skifahren. Schaut es euch einfach an. Ja, und nächstes Jahr, wenn ihr Bock habt, kommt ihr einfach mit. Das heißt, nee, ich gehe jetzt noch gar nicht Skifahren, weil da kommt nämlich unser Taxi. Und das bringt jetzt erstmal das Mittagessen. Das heißt, wir werden jetzt hier schön Mittagspause machen. Und dann, wenn wir wieder frisch gestärkt sind, geht's weiter. Also, bis später. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous. Hello, Alex. Imagine. Yes. Oleg, where are you? Mike. Derby. Thierry. You had a good morning? Oh yeah. Do you like it? I liked it so much. We did 8 rides. So one of our lunch had soup, tea, salad, sandwich, chocolate, nuts. So shall we go on? Oh yeah, another 4 hours. Hey Gons, you like it? Oh yeah! Ich hatte wieder mal die Ehre, das auszuprobieren und naja, ihr seht ja die Bilder, was man jetzt schon so ein bisschen in dem Video gesehen hat. Es ist absoluter Wahnsinn hier. Also die Helikopter stehen direkt am Hotel, man fliegt hoch und naja, spätestens 5 bis maximal 10 Minuten später macht man den ersten Run. Wahnsinnig schönes Gelände, nicht zu steil, wirklich. Man kann fahren, auch wenn mal die Lawinengefahr ein bisschen höher ist, was natürlich sehr, sehr wertvoll ist, weil wenn ihr schon hier runterfliegt, die Türkei, dann wollt ihr auch Skifahren. Ja, Sicherheit beim Heli-Skifahren, das ist das A und O. Das fängt an mit guten Piloten, über gute Helikopter, das geht weiter mit dem Guides-Team, wo gut ausgebildet ist. Hey Laura, was sagst du zu dem Gebiet hier? Einsame Spitze, glaube ich, ne? Ja. Ist schon schön. Ich war schon ganz viel unterwegs, überall. Aber hier kann man schon sagen, das zählt zu dem absoluten Highlight. I can't wait, our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Wow, eine Woche vorbei und es war echt sensationell. Wir haben unsere Höhenmeter easy geschafft, ein bisschen noch was draufgepackt und ich muss wirklich sagen, die Organisation hier vor Ort, die ist absolut überragend. Und ja, wenn ihr mal Lust habt, echt ein cooles Abenteuer zu machen mit einer relativ einfachen Anreise, weil Istanbul, Rize, ist man genau in 5 Stunden da. Unbedingt empfehlenswert. Wir packen jetzt unsere Sachen, wir sind heute Morgen noch geflogen, fahren jetzt runter zum Flughafen, ja, und sind ein paar Stunden schon zurück in Deutschland. Also, Turkey Heliski. Absoluter Tipp von mir. Ab auf die Piste!